Sie verfügen hier außerdem noch über eine Gemäldesammlung. Sind da auch noch Oppenheim-Stücke dabei? Nein, Kunstbestand der Oppenheims ist es nicht, aber es ist der Kunstbestand der Stadt Charlottenburg. Diese ehemalig selbstständige Stadt hat sich eine eigene Sammlung an Gemälden, Grafiken und Skulpturen geleistet. Zum Teil waren das Stücke für die Gestaltung, für die Ausstattung des neu errichteten Rathauses in der Otto-Suhr-Allee. Man hat aber auch ganz gezielt Künstler gefördert, Künstlern Aufträge vergeben und auch die moderne Kunst der Zeit gefördert, also um 1905, 1908 hat man eine Kommission berufen, die Kunst angekauft hat. Und hier in der Villa Oppenheim haben wir jetzt erstmals die Chance, wirklich auch diesen Bestand fast in Gänze zeigen zu können. Sind da auch bekannte Namen dabei? Durchaus. Es ist ein Adolf Menzel darunter, es ist ein Max Liebermann darunter, ein Walter Leistikow, ein Ernst Baluschek. Also Namen, die man kennt, vor allen Dingen aus dem Bereich der Berliner Sezession. Das sind kleine, feine Werke, die ergänzt werden durch Künstler, die heute vielleicht nicht mehr so ein Begriff sind, die aber zu der Zeit eben durchaus Rang und Namen hatten. Was hat denn die Stadt Charlottenburg damals gesammelt? Hatten die so einen bestimmten Fokus? Landschaften? Berlin? Es ist eine bunte Mischung. Es sind natürlich Porträts der regierenden Oberbürgermeister wie Ernst Scholz oder Kurt Schusterus darunter. Ansonsten aber, wenn Sie sich umschauen, werden Sie eigentlich jede Kunstgattung vertreten finden. Landschaften, auch Stadtansichten von Charlottenburg und Wilmersdorf, aber auch Landschaften, Gemälde, Genreszenen, Porträts, die mit Charlottenburg erstmal nichts zu tun haben. Das war der Geschmack der Zeit und das war das, was man angekauft und gefördert hat. Es sind auch ältere Stücke darunter. Man hat, wie gesagt, nicht nur Kunst in Auftrag gegeben, sondern man hat auch schon existierende Kunst angekauft. Insofern geht unser Gemäldebestand bis ins 17. Jahrhundert zurück. Also Werke bis aus dem 17. Jahrhundert sind hier auch durchaus vorhanden. Kleine, wenige Stücke. Die Mehrzahl der Werke stammt aus der Zeit um 1900, 1920. Wo muss man sich das jetzt vorstellen? Wo hat so ein Gemälde da wohl mal gehangen früher? Schlicht in den Büros der damaligen Stadtverordneten, in repräsentativen Räumen, aber auch in den Amtsstuben hat so etwas gehangen. Und schön ist es, dass hier sozusagen dieser Bestand auch erstmals in Gänze gezeigt werden kann. Das heißt, wie viele Werke umfasst denn diese Sammlung? Das sind so um die 450 Werke, mit denen man rechnen muss. Wir sind noch dabei, diesen Bestand auch ganz im Detail aufzuarbeiten. Besonders interessant ist wahrscheinlich auch für die Besucher, wenn sich so Stadtansichten finden, bei denen die Gebäude eben heute noch vorhanden sind. Richtig, das ist so ein eigener Bestand. Deswegen haben wir dazu auch eine extra Sonderausstellung eingerichtet mit Stadtansichten aus Charlottenburg und Wilmersdorf, wo man sehr schön sehen kann, wie sich dieser Bezirk verändert hat. Gerade das Werden zur Großstadt veränderte das Stadtbild ungemein. Und wenn Sie Ansichten der Gedächtniskirche von damals mit heute vergleichen, die Hardenbergstraße damals und heute, dann ist das ein wirkliches Erlebnis sozusagen zu sehen, wie der Bezirk sich verändert hat. Es gab um 1900 tatsächlich ein exponentielles Bevölkerungswachstum auf über 100.000 Einwohner. Also Charlottenburg und dann auch Wilmersdorf haben tatsächlich die Grenze zur Großstadt übersprungen. Das bedeutete natürlich auch entsprechende Aufgaben in sozialer Hinsicht, in Bezug auf Infrastruktur, in Bezug auf Schulbau, in Bezug auf Wirtschaft. Und Charlottenburg war die damals reichste Stadt in Preußen, das muss man sich auch erstmal vorstellen. Es bedeutete aber eben auch sozusagen ganz neue Aufgaben für die Stadtverordneten von damals, so wie es sie für heute ist. Wenn man jetzt hier nochmal auf Zeitreise gehen will, welche historischen Stadtansichten kann man denn hier noch finden?
Es gibt die älteste Stadtansicht Charlottenburgs, gemalt von Johann Glume aus dem Jahre 1762. Er zeigt uns die heutige Luisenkirche damals. Sieht nach einer sehr idyllischen Landschaft auf. Man fühlt sich wie in ein Theaterstück versetzt. Daneben zeigen wir Gemälde von Friedrich Kallmorgen, von der Otto-Suhr-Allee bzw. der Berliner Straße oder dem Rathaus Charlottenburg. Und auch da sehen Sie, wie sehr sich die Stadt gewandelt hat. Ein besonderes Gemälde ist die Ansicht von Karl Kraft. Er zeigt die Spree, den Spreeverlauf mit der alten Bebauung, einschossige, schlichte Bauten. Und dahinter ragt das 1905 errichtete Rathaus Charlottenburg auf. Also hier sind altes und neues Charlottenburg stehen direkt miteinander in Konkurrenz auf diesem Gemälde. Auch da kann man Geschichte im Bild ablesen. Wo bleibt da eigentlich Wilmersdorf? Aus Wilmersdorf haben wir natürlich bei der Bezirksfusion ebenfalls sehr viele Objekte übernommen können, die Sammlung sozusagen vereinen können. Das ist ein Großteil an Archivalien, an Dokumenten, eine Fotosammlung, die dazugehört. Insofern ist es jetzt tatsächlich auch ein Bestand und ein Schatz, der das Archiv beider Bezirkshälften vereint. Wir haben natürlich auch eine ganze Reihe an Veranstaltungen. Letzten Freitag hatten wir ein wunderbares Konzert zusammen mit der Musikschule des Bezirkes. Ob das jetzt Konzerte, ob das Lesungen, Vorträge oder auch Führungen sind, Vermittlungsarbeit im Museum ist natürlich ganz wichtig und das auch für alle Altersgruppen. Und Sie haben dann auch noch ein kleines Highlight, nämlich ein Kino. Was gibt's denn da zu sehen? Ja, zur Ausstellung Westen, zur Dauerausstellung Westen haben wir einen Kinoraum im Museum eingerichtet. Vier Filme sind dort zu sehen, einen Überblicksfilm zur Geschichte Charlottenburg-Wilmersdorf und drei thematische Filme, die bestimmte Ereignisse, bestimmte Themenschwerpunkte nochmal herausgreifen zum kulturellen Leben oder auch zum Wiederaufbau des Bezirkes. Das ist sozusagen unser kleines Angebot, Geschichte nicht nur in Objekten sehen zu können, sondern auch in laufenden Bildern. Das hier oben ist unsere ständige Präsentation der Kunstsammlung. Und sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss haben wir dann noch Räume, um Sonderausstellungen zu zeigen. Dankeschön.